Da sind wir wieder. Rockstar Presents Table Tennis. Und die ersten zwei Turniere sind gespielt. Und zwar oben das Amateur oder der Amateur Circuit. Wir können nochmal nach oben gehen. Also war praktisch ein Turnier. Regionalturnier mit vier Matches. Das haben wir gespielt. Das war praktisch der einfache Schwierigkeitsgrad. Und jetzt geht's weiter. Also erstmal danach kam der Rookie Circuit mit zwei Matches, also zwei Turnieren, Regionalturnier und Nationalturnier. Genau, und jetzt sind wir noch gut durchgekommen. Finale hat ein paar Probleme. Und jetzt kommt der Pro Circuit. Schwer. Mit Regionalturnier. Nationalturnier und Weltturnier. Gucken wir mal rein, wie weit wir kommen. Bleiben weiter bei Jesper. Und schauen uns das mal an. Ja, auch beim Regionalturnier starten wir uns wieder in der kleinen Halle, wie vorher auch. Auf geht's, mal gucken. Jetzt hat der Tag nicht gespielt, wie stark jetzt hier der Schwierigkeitsgrad noch angezogen ist, hat und wie gut wir reinkommen. Auf geht's. Also nochmal zum Erklären. Das Gute bei dem Spiel war, sehr clever überlegt. Man sieht praktisch den Schnitt der Bälle über die Farbe am Ball. Ja, es gibt noch so einen Schweif hier. Und die Farben sind auch die gleichen Farben wie die Controller-Tasten. Also die Tasten am Controller. Und wir haben praktisch den Charakter, der hart draufschlagen kann und glatt schlägt. Also der spielt Topspin, die meiste Kraft. Und Topspin ist grün. Wir sehen, da gibt es noch rot. Müssen wir dazu mal kommen. Gut, so gut reinkommen, ja. Rot ist praktisch, Ball dreht sich nach rechts weg. Blau ist, Ball dreht sich nach links weg. Und da gibt es noch gelb. Das ist praktisch der G-Unterschnitt dann. Damit man dann besser abwehren kann. Vielleicht auch das Tempo rausnehmen kann aus Schlägen. Ja, jetzt kommen wir echt noch gut rein. Geht natürlich bis 11. Oh, das war schwer. Glück gehabt. Einfach einen Punkt bekommen von der KI hier. So, wer? Ah, kommen wir gleich sehr, sehr gut rein hier. Sehen auch, durch erfolgreiche Schläger fühlt sich praktisch oben unser Fokusmeter. Jetzt ist ein bisschen runtergegangen. Oh, hat er noch? Aufpassen. Und reicht. Oh, er fällt sogar um. Was ist denn jetzt los? Gar nicht gesehen. Am letzten Stream haben wir gesehen, es gibt natürlich auch Netzroller. Und Kantenbälle sind auch mit drin. Ah, macht es uns jetzt hier im ersten Satz sehr einfach. Noch, ja, gucken, hat man einen Schlag von ihm? Ah, den haben wir nicht. Gut. Die Tipps sind echt das Beste. Die schmeißen wir gleich mal wieder raus. Ah, wir zu langsam. Ein bisschen aufpassen jetzt, den Satz zu machen. Jawohl. Und da ist der Satzball.
Also sobald ein paar Ballwechsel gespielt sind, kommt ja auch Musik dazu. Muss aufpassen. Die kriegen wir nicht mehr. Und kann auch so eine Art Zeitloop aktivieren, wie wir gerade gesehen haben bei Lück. Durch Aro Glück gehabt. Den hätte ich auch ausgeschlagen. Und da ist der erste Satz. Sehr gut. Ah, viel zu kurz die Abwehrbälle. Come on, Luke. Sehr gut. Okay, doch. Ah, dann wird das Timing schwierig, wenn dieser Zeitlupe bekommt. Müsste man eigentlich mit der Zeitlupe kontern dann. Eng. Also, wir können auch kontern mit der Zeitlupe, wenn wir oben so ein bisschen aufgeladen haben. Ich glaube, es gibt nur einmal Zeitlupe pro Ballwechsel. Aber das werden wir auch noch rausfinden. Jetzt ärgert uns hier ein bisschen mit kurzen Bällen. Können wir natürlich kaum länger drauf geben. Aber. Ah, guck mal. Da haben wir Glück gehabt. Da hat er uns eigentlich gut ausmanövriert. Ja, nochmal. Versuche nochmal online. Zack, das war bitter. Das war bitter. Ich sehe schon, zweiter Satz ist nicht mehr so einfach wie der erste. War ein bisschen dumm jetzt von ihm. Es geht mehrmals pro Spiel. Ah, komm ich ran, oben muss aufpassen jetzt. Hat uns der erste Satz doch stark getäuscht. Jawohl, das hier ist das einfache Ding vom ersten Satz. Come on, Jesper. Aber ein bisschen kurz, gucken wir mal. Das wieder geht, ja. Zurückhand ist nicht ganz so stark. Oh, der war hart. Der war hart. Schön in die Vorhand ihm reingespielt. Wo kam denn das Surf her? Was ist denn jetzt los hier? Gibt's ja gar nicht. Komm hin. Zack, jetzt haben wir echt Probleme hier. Also der erste Satz hart getäuscht. Gut, wichtiger einfacher Punkt. Oh, wichtiger zweiter einfacher Punkt. Werde ich jetzt gleich den siebten noch hinterher machen. Müssen wir irgendwie auf die Vorhand kommen? Ah, das war klar. Das war dumm jetzt. Absätze gehen natürlich bis 11. Schön aufpassen jetzt hier. Ach, Glück gehabt. Da war diesmal seine Vorhand nicht so stark. Das war schlecht. Schon ein bisschen rausgenommen jetzt hier. Jetzt müssen wir reinkommen. Komm, jawohl. Jawohl. Wichtiger Ball. Jetzt den Vorsprung rausholen. Und dann machen wir den Angabenfehler. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Wollten wir lange Angaben machen und haben es übertrieben. Jawohl. Wichtiger, einfacher Punkt. Ah, mittlerweile schwitzt unser Charakter auch. Sieht man oben hier. Come on, vorhand jetzt mal.
Ah, das war dumm. Haben wir zu die Ecke aufgemacht. Was macht unser Charakter da? Gut. Dann bleiben wir jetzt aufpassen wieder hier vorne. Komm hin! Ruhe, komm, jetzt sind wir drin, Ballwechsel. Auf geht's. Oh, gibt's hier unten? Nein, das gibt's nicht. Ach, schwierig. Jawohl, das war wichtig. 10 beide. 2 vor. Oh jawohl, einfacher Punkt. Sehr wichtig. Versuchen wir jetzt mal auf die vorne zu spielen. Gucken, was passiert. Jawohl, stark. Das war wichtig. Das war wahrscheinlich der spannendste Satz bisher. Ich war gespannt, wie es in der nächsten Runde ist jetzt hier. Vom Turnierblock. Kommt jetzt Jürgen vielleicht? Jetzt kommt wahrscheinlich eine Dame genommen und Haley. Bin gespannt. Jawohl. Direkt in die Vorhand rein. Gleich mal gut reingekommen. Schön dabei bleiben. Ah, die gibt uns das wenig Höhe. Unsere Kartenschläge. Aufpassen mal dem. Hammer. Und den haben wir nicht mehr. Ne. Da war zu langsam. Ah, ihr seht schon, das Spiel verändert sich jetzt mit dem nächsten Schwierigkeitskram sehr Kram. Gerade sehr stark. Ah, da kommen wir nicht hin. Also, ich glaube, das letzte Mal Heli zu 0 und zu 1 besiegt. Mit dieser Runde erstmal gucken. Oh, die hat sie auch noch. Das gibt's nicht. Die hat sie auch noch. Ist aber gut hier. Jetzt muss man auf einmal Punkte praktisch mehrmalig gewinnen. Glück gehabt, dass wir hier so einen einfachen Turnfehler bekommen haben. Komm, der hat sie? Ach, ich bitte euch. Der hat sie auch noch? Ist klar. Dann ist er weg. Gut. Also wirklich sehr schön, wie man sich hier positionieren kann. Und die Bälle drumherum läuft. Haben sie wirklich gut gemacht. Jawohl, wichtiger Punkt. Bisschen Lücke jetzt geschaffen. Gedresch jetzt hier. Oh, wird schwer. Was hat er noch? Also kann man Netzkante, würde ich sagen. Und jetzt belohnen. Sehr stark. Sehr stark. Jawohl, mal ein einfacher Punkt. Das ist gut. Jetzt gucken, dass wir den ersten Satz möglichst schnell hier zukriegen. Was für ein Tempo. Ja, das ist immer zu langsam. Das ist immer zu langsam. Der war nicht clever, in die Vorhand zu spielen.
Jawohl. Haben wir noch Glück hier? Ja, haben wir. Zielschnitt, kriegen wir den? Kriegen wir. Den haben wir auch noch. Haben wir nicht mehr. Schade. Ich dachte eigentlich, den kriegen wir. Come on, gib mir einfach einen Punkt. Jawohl. Zwei noch. Jawohl, da ist mal wieder die Vorhand. Krass. Das Ball. Auf geht's. Ui, Glück gehabt. Sollen wir hier reinkommen in den Ballwechsel? Gut. Jawohl, da haben wir es gut gekontert. Sehr gut. Erster Satz ist da. Geschlafen? Haben sie noch bekommen? Ah, ich habe den Ballwechsel. Oh, doch. Komischer kurzer Ball von ihr. Nein! Das gibt's da nicht. Aber hat sich schon gefreut über den Geradeausball, aber dann hat sie ziemlich gut abgekontert. 1-0. Oh, was mache ich denn da? Aber ja, Konzentration mal hochfahren jetzt hier. Geht jetzt ein bisschen schnell. Aber sehr stark, sehr stark. Auf jeden Fall erstmal den ersten Punkt jetzt hier im zweiten Satz. Ist gar nicht, wo es hingeht, so schnell. Gut, jetzt sind wir auf dem Board. Uiuiui, Angst. Hammer, vielleicht kriegen wir den. Vielleicht kriegen wir den auch noch. Jawohl. Und jetzt komm rüber. Den Punkt brauche ich. Ah, zu schwach, zu schwach. Ah. Ja, das war zu schwach. Hat mal eine Chance zwischendrin, wieder reinzukommen. Haben die leider nicht genutzt. Jetzt gibt es uns aber auch keine freien Punkte mal beim Aufschlag. Und wir kommen nicht mehr in die Geraden rein und konnten uns weg. Fuck, ey. Fuck. 6-1, ist bitter. Was war das denn jetzt gerade von meinem Charakter? Eine Zuckung, ey. Ah, wir kommen gar nicht mehr rein, ey. Was ist da los? Es geht gar nichts mehr. Oh, selbst der steht hier richtig. Gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt haben wir ordentlich Fehler. Okay. Zweiten Satz abhaken. Oh ja, sitzt ihn auf die Kante drüben, ich raste aus. Machst du nix?
Okay. Zwei völlig unterschiedliche Sätze. Zweiten Satz überhaupt keine Chance gehabt. Auf geht's, zweiter Satz. Was war das denn? Das war ja nicht schnell, das war ja irgendwas anderes. Krasses Ding. Nein. Warum geht denn mein Charakter nach rechts weg? Okay, 1-1. Nichts passiert. Genau, wir müssen wieder mehr ins Dominieren kommen. Gucken, dass wir gleich den dritten Punkt kriegen jetzt. War zu kurz ein bisschen. Zieh auf die Vorhand, komm. Nee, die richtige Vorhand. Auf die müssen wir kommen. Dass sie abwehren muss. Jawohl, jawohl. Nein, schlecht bewegt, schlecht bewegt. Zu viel spekuliert. Bin ich gespannt. Was mache ich denn da? Macht die Ecke nicht so auf und braucht Druck. Komm, wir brauchen jetzt Druck. Jetzt. Oh, Glück gehabt. Gucken, was jetzt kommt. Fuck. Ah, es war klar. Da kommen wir nicht mehr hin. Oh, sieht ganz schön fertig aus. 3-3. Der leichte Vorteil wieder weg. Jawohl, wichtig, wichtig. Jawohl. Zwei wichtige Punkte. So weitermachen. Das ist wichtig. Drei. Drei vor. Komm, den siebten machen. Da ist das Ding. Hat sie mir das wieder vorhin gegeben. Sehr gut. Vier vor. Vier brauchen wir noch. Halbe Miete. Das ist wichtig. 5 vor, noch 3. Konzentriert bleiben. Ah ja, zu spät reagiert, zu spät reagiert. Zu lang drauf geschaut, was passiert von drüben. Nicht gut. Ah, zu früh gewechselt hier. Mache ich jetzt. Uiuiui, der war nicht gut. Den haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Nein. Das war schwach. Zwei schwache Bälle jetzt. Bisschen wieder aufwachen. Nein! Den verziehen wir. Puh. Drei Punkte ist abgegeben. Jetzt brauchen wir einen Punkt. Was gibt's mir? Nein. Nein! Vier in Folge verloren. Müssen wieder auf die Vorhand kommen. Aber richtig auf die Vorhand. Schwung. Genau, auf die da. Reicht schon? Nein, reicht nicht. Der reicht aber. Neun. Wichtig. Endlich, wir haben einen Punkt gemacht. Puh. Zwei noch gegen vier noch. Da ist wieder der wichtige One-Two-Punch. Drei Matchbälle. Gibt es hier mir nochmal? Ja. Ja. Sehr gut. Abstand das härteste Match bisher. Irgendwie jetzt gereift. Bin eigentlich mal aufs Finale gespannt. Gehen wir mal Jürgen vielleicht?
King. Oh, jetzt wird's schnittig. Gegen unseren Penholder-Freund. Gucken wir uns das mal an. Bin gespannt. Vielleicht liegt das auch uns besser. Gucken wir mal. Ich glaube nicht. Überraschend. Ich dachte, es gibt Spin. Weiß man, es gibt Droschen hier. Interessant, dass andere Musik diesmal drin ist. Ja, ob es eine Ausdauer gibt zu den Spielern, keine Ahnung. Vielleicht gibt es intern eine, aber es gibt auf jeden Fall keine Anzeige. Jetzt stehen wir ein bisschen weit weg von der Platte. Gucken, ob wir noch Glück haben. Nein, ah, schlecht. Das war schlecht. Ich hätte eigentlich mit viel kurzen Bällen gerechnet, aber er schießt auch ganz schön. Oh, hab ich Angst vor dem Ball? Ah, da geht's aus. Ah. Bisschen Labern wieder einstellen, damit wir wieder reinkommen. Ah, offensichtlich. Nicht gut. Ja, ist zu langsam. Rückhand, komm. Sehr gut. Na, man muss klassisch ausgucken müssen. Gibt er uns die Nummer? Boah, das war. Der war clever von ihm. Das Tempo rausgenommen und dann mit zweiten Mal durchgezogen. Ganz clever Ball von ihm. Ah, komm nicht hin. Ah, ist schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Und der Ball leider zu lang. Da standen wir richtig gut. Da standen wir richtig gut. Vielleicht kommen wir noch mal ran im ersten Satz. Mein Netzfehler. Interessant. Wir trauen uns jetzt mal hier vor uns zu spielen. Gucken, was passiert. Ah, da dachte ich schon, weil so stark der Motor vibriert hat, dass der Ball ins Ausgeht und dann zu früh den Punkt abgeschalten. Ah, sind noch da, sind noch da, ist noch nicht vorbei. Sind nur 2 Punkte. Ah, lässt uns drin? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir mit dem Ballwechsel gewinnen können. Das ist natürlich nur eine reelle Chance da für den ersten Satz. Und dann gepennt. Dann einfach nur gepennt. Eingedrescht jetzt hier. Er traut sich zuerst Cross zu gehen. Jawohl. Den nächsten Punkt brauchen wir dringend. Wir hatten Angabe. Ich habe Angabe. Okay. Das war nicht gut. Was kommt jetzt? Komm.
Was macht er denn jetzt mit mir? Ah, das war clever ausgespielt. Shit. Nein. Ha. Schade. War der erste Satz am Ende sogar noch etwas enger als erwartet. Dann schauen wir mal jetzt, wie es weitergeht. Ah, wird sehr eng. Wo kam denn der her? Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ah, ich glaube, es kann schnell weggehen jetzt hier. Eine andere Animation gesehen jetzt hier. Ah, gepennt. Einfach nur gepennt. Jetzt viel zu weit weg von der Platte. Jetzt gucken wir nochmal rankommen. Ah. Ja, nicht. Ah, komm nicht ran. Schade. Ja, komm nicht mehr. Da kommen wir gleich laufen. Da spielt er uns einfach aus. Ja, dumm, dumm. Das war ein Elfmeter. Na komm, Louis. Na, gönnt uns wirklich nur ein, zwei Punkte hier. Was ist das denn? Was ist denn jetzt los mit ihm? Nicht so viel Hoffnung machen jetzt hier. Schlecht. Da stehen wir wirklich schlecht. Ah, schon ein bisschen schade. Wenn der Anfang zu schwach gewesen wäre von dem Satz. Wäre wahrscheinlich sogar was drin gewesen. Puh, 8-8 aus nichts. Oh, es ist aber nur 8. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo kommt denn beim Ersatzball her? Nicht zu fassen.
Das ist der Satz. Keiner weiß, wo wir. Der Satz, das war vorbei, das Match. Nicht zu fassen. Und im dritten Satz. Ah, das geht's nicht. Und zu langsam werden. Jetzt geht's wieder so los. Gut, wichtig. Überhaupt erstmal dabei zu sein. Ja, der war schlecht, der war schlecht. Damit Ansage. Dann schön ausgeguckt. Mal Risiko. Oh, das wird eng. Geht darüber. Ja, Glück. Oh, dann kriegen wir den Konter. Nein. Erst ein Fan ist unzufrieden. Kann man nicht verstehen. Kommen wir mirakulös zurück. Im zweiten Satz, um jetzt hier im dritten abschachen zu lassen. Das passt natürlich gar nicht. Puh, auf einmal steht 5-5. Alles wieder drin. Nein. Haben wir den noch? Haben wir noch? Kann man jetzt wichtiger Ball. Oh, der Film auf einmal. Nein. Ah, dann ist die Zeit übergekillt. Da kommen wir nicht hin. Keine Chance. Und dann ist der Aufwand erstmal wieder weg. Sieben beide. Nein, wir kriegen Ass. Nicht zu fassen. Und noch eins, es ist nicht zu fassen, was machen wir denn jetzt? Den Punkt brauchen wir jetzt. Oh, zweimal der gleiche Punkt. Einer kriegt das Matchball. Was für eine Spannung. Nein, nein, nein. Kriegen wir diesen Scheiß-Zeitdruck, weil den wir schon kennen. Oh, 10 Weile. 10 Weile. Da ist er wieder, jetzt Scheißzeitdopen bei. Wir fressen ihn wieder. Ah, es ist bitter. Ja, das war dumm. Und da ist leider das Match weg. Was für ein Fight, ey. Was für ein Fight. Nicht zu fassen. Spannender geht's nicht. Gut, müssen wir an dieser Stelle weitermachen das nächste Mal. Ich bedanke mich bei euch. Alle machen keinen Rückkampf. Wir spielen das dann wieder von vorne dann.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.